Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Frage, wie viel verdiene ich auf YouTube? Und im Zusammenhang damit geht es um die Frage, wie verdient man überhaupt Geld auf YouTube? Und wie das funktioniert, erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. Ja, ihr seht, ich bin hier auf einem Spielplatz, denn für viele ist die Frage, warum muss man überhaupt Geld verdienen auf YouTube? Ist das nicht ein schönes Spiel? Ist das nicht was, was einem Spaß macht? Nun ist es so, mein Beruf ist Entertainment, Moderation, Unterhaltung. Ich produziere Videos, ich produziere Shows für Firmen und es geht darum, wertvolle Inhalte, interessante Menschen auf unterhaltsame Weise, ja, zu präsentieren und damit natürlich Geld zu verdienen, weil das ist das, was ich versuche, mit den Sachen, die mir Spaß machen, auch Geld zu verdienen. Ja gut, es gibt natürlich noch andere Gründe, warum man vielleicht Geld verdienen möchte mit YouTube. Zum einen, es kostet richtig viel Zeit. Also ich verbringe in der Woche für dieses eine Video, was ich mache, wahrscheinlich einen Arbeitstag. Das ist Zeit, in der ich kein anderes Geld verdienen kann. Es bindet Ressourcen, ich brauche Equipment, Ton, Licht, Schnittprogramm, MacBook Pro und so weiter. Ich bin unterwegs, ich mache Reisen, ich organisiere, ich finde Interviewpartner, ich fahre dorthin. Und auch das sind Gründe, warum es für mich richtig und sinnvoll ist, auch mit YouTube Geld zu verdienen. Naja, und dann gibt es natürlich noch einen Grund, nämlich ganz einfach, dass YouTube Geld verdient mit den Videos, die die Creators darauf hochladen. Und warum sollte ich dann nicht davon auch eine Kleinigkeit abbekommen? Also was schon mal klar ist, Geld verdienen auf YouTube ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt kein regelmäßiges Einkommen und man kriegt auch nicht immer das Gleiche, auch wenn man immer die gleiche Leistung erbringen würde. Zunächst mal verdient man auf YouTube nur dann was, wenn man 1000 Abonnenten hat und 4000 Stunden Watchtime. Ich habe ein ganzes Jahr gebraucht, ungefähr 60 bis 65 Videos, bis ich überhaupt so weit war, dass ich mich anmelden konnte, um an den YouTube-Einnahmen beteiligt zu werden. YouTube überprüft dann den Kanal und schaut, ob man das Geld mit eigenem Content verdient, ob man es mit ekelhaften oder geklauten Inhalten oder gefährlichen, volksverhetzenden oder sonst irgendwelchen Inhalten verdient. Und dann wird der Kanal freigegeben und dann kann man auch anfangen, Geld zu verdienen. Die wenigsten Kanäle kommen bis zu 1000 Abonnenten. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass die Zuschauer natürlich schon eine gewisse Professionalität erwarten. Man ist Fernsehen gewohnt, man ist Netflix gewohnt und man ist einen relativ hohen Qualitätsstandard gewohnt. Und dann braucht man natürlich Regelmäßigkeit, um überhaupt 4000 Stunden Watchtime zu erzielen. Das ist eine Hürde, die für die allermeisten Kanäle schon zu hoch ist. Ja, und wenn man dann diese 1000 Abonnenten geschafft hat und die 4000 Stunden Watchtime, dann kann man den Kanal monetarisieren lassen. Das heißt, ab dann darf YouTube Werbung davor schalten und ab dann kann man an den Einnahmen, die YouTube durch diese Werbung erzielt, teilhaben. Wie viel das genau ist, ihr werdet es konkret nachher hören. Es ist aber so, dass es unterschiedlich ist, denn Werbung auf YouTube wird nach dem Börsenprinzip vertickert. Wir haben auf der einen Seite die Werbeindustrie, die will bestimmten Menschen, die auf ihre Produkte passen, Werbung einspielen. Wir haben Zuschauer, die bestimmten Content schauen und wir haben Creator, die bestimmten Content produzieren. Und die Plattform versucht nun auch mittels künstlicher Intelligenz, die drei zusammenzubringen. Sie versucht, denen, die bei mir zum Beispiel ein Video über Tesla schauen, ein Werbevideo von Volkswagen über den ID.3 einzuspielen. Ihr seht natürlich, dass es viele, viele Videos gibt, auch von mir, über Homöopathie oder über Corona-Impfung und so weiter, die viel weniger gut mit Produkten verbunden sind und deswegen natürlich auch nicht so beliebt sind, um Werbung zu schalten. Und da das Ganze nach dem Börsenprinzip funktioniert, wird praktisch immer Nachfrage und Angebot in Ausgleich gebracht. Insofern kann man eben nicht sagen, man verdient pro Video so viel, sondern es hängt davon ab, um was geht dieses Video, wie hoch ist der Andrang, dort Werbung zu schalten und wie viele andere Werbetreibende gibt es, die sich gegenseitig sozusagen hochsteigern. Ganz grob gesagt sind es drei Einnahmequellen, die man auf YouTube hat. Das erste sind die direkten YouTube-Werbeeinnahmen. Das zweite sind Einnahmen, die man aus Kooperationen mit Firmen direkt haben kann. Und das dritte sind sonstige Benefits. Und diese drei Einnahmearten erkläre ich euch im weiteren Verlauf. Was die Anteile an den YouTube-Werbeeinnahmen betrifft, so gibt es so eine Daumenregel, die besagt, dass man pro 1000 Views einen Euro bekommen würde. Also der sogenannte 1000er Kontaktpreis wäre dann 1 Euro oder der CPM, Cost per Mille, läge bei 1 Euro. Das kann aber sehr unterschiedlich sein. Ich habe euch gerade das Börsenprinzip erklärt und es ist nun so, dass ich tatsächlich in einem Bereich unterwegs bin, wo der CPM oft deutlich höher ist. Er liegt bei mir so zwischen 3 und ganz, ganz selten auch mal 8, weil ich Videos mache, zu denen es nicht so viele Leute gibt. Junge Mädchen, die Kosmetika in die Kamera halten
oder Jungs, die Blödsinn machen und andere Kinder erschrecken, gibt es vielleicht ein paar mehr als Familienväter, die sich mit Elektrofahrzeugen, Nachhaltigkeit und Solarenergie beschäftigen. Der Nachteil ist natürlich, dass es auch viel weniger Familienväter und Mütter gibt, die solche Kanäle gucken. Und insofern habe ich einen viel höheren CPM als viele andere von den großen YouTubern, aber natürlich eine viel geringere Audience. Ja, wenn wir uns jetzt anschauen, was ich in den letzten 2 Jahren, sind es fast, mit Videos verdient habe, dann sehen wir, dass ich im ersten Jahr nichts verdient habe und dann habe ich tatsächlich einmal ein Video gemacht, mit dem habe ich richtig, richtig viel Geld verdient. Das sind 6.000 und grad Dollar, umgerechnet 5.800 Euro. Und das ist das Video 2 Jahre Solaranlage, hat sich das gelohnt oder so ähnlich. Das hat über 850.000 Klicks und mit denen habe ich im Prinzip ein Drittel meiner gesamten Einnahmen, die ich jemals auf YouTube erzielt habe, mit diesem einen Video gemacht. Das ist sozusagen wie ein Hit als Musiker, den ich nebenbei nicht geplant habe. Dann seht ihr, es gibt 15, 20 Videos, mit denen ich so irgendwas zwischen 200 und 400, manchmal auch 450 Euro eingenommen habe. Das sind fast alles Videos, die sich um Tesla drehen, ums Model 3 drehen, vielleicht noch ein bisschen Solar. Da konnte ich nicht so viel machen zu dem Thema. Und ich denke mal, mit diesen 10, 15 Videos habe ich weitere 70% der Gesamteinnahmen in diesen 2 Jahren erzielt. Die allermeisten Videos, die ich mache, zum Beispiel auch die letzten 4, die tauchen in dieser Liste gar nicht auf. Ein Interview, wo ich hinfahre und lange vorbereite und dann führe, Interviews werden sowieso weniger geschaut. Ja, mit den meisten Videos mache ich so 25 bis 30 Euro für ein Video, an dem ich einen Arbeitstag beschäftigt bin. Wenn wir meine Gesamteinnahmen aus den letzten 2 Jahren teilen durch die 110, 115 Videos, die ich gemacht habe in der Zeit, kommen wir im Schnitt auf 90 Euro pro Video. Das gibt dann einen Stundenlohn von 10 Euro abzüglich der Kosten. Ich bin ja immer noch auf dem Spielplatz und das hat einfach auch was damit zu tun, dass ich das natürlich schon auch deswegen mache, weil ich Spaß daran habe. Das ist gar keine Frage. Würde ich es nur des Geldes wegen machen, würde ich es natürlich nicht machen, weil da kann man seine Zeit, ja, gewinnbringende anlegen oder die Beine hochlegen. Also das geht auch den großen YouTubern nicht anders, die vielfaches mehr an Abonnenten und Klickzahlen haben als ich, dass im Grunde die YouTube-Werbeeinnahmen nicht der Punkt sind, womit man das wirkliche Einkommen bestreiten kann. Wenn ihr an die Großen denkt, die sind erstens mal natürlich die ganze Woche über am Hasseln, haben auch selten Ferien, haben oft ein Produktionsteam, haben mehrere Leute, die sie mitfüttern. Spätestens seit die Fernsehanstalten YouTube und die Trends mehr oder weniger gekapert haben, es ist wirklich für Einzelkämpfer sehr schwierig und deswegen sind die großen YouTuber alle mit Produktionsfirmen versehen, die Geld kosten. Und da sind diese YouTube-Werbeeinnahmen auch bei sehr erfolgreichen YouTubern oft nicht der entscheidende Punkt. Sondern, und da kommen wir jetzt dazu, und deswegen laufe ich hier mal zu einer Bank, jetzt geht es ums Geld, jetzt kommen die Kooperationen. Kooperationen funktionieren im Prinzip natürlich genauso wie die Werbeschaltung von YouTube. Es gibt Zuschauer, die bevorzugt meine Videos schauen, weil sie sich für bestimmte Themen interessieren. Und jetzt gibt es Firmen, die genau diesen Zuschauern gerne ihre Produkte zeigen wollen. Wie viel Geld man damit verdienen kann, hängt ein bisschen davon ab, ja, wie hochpreisig diese Produkte sind und ob es sich darum handelt, dass ich sage, kauf das, das ist das Beste, oder ob ich das nur vielleicht erwähne, dass es das gibt und darauf hinweise, guck mal, da könnt ihr euch mehr davon anschauen. Und dann gibt es vielleicht noch die Unterscheidung zwischen Sachwerten und Geldwerten. Also ich kriege zum Beispiel Dinge überlassen, um darauf hinzuweisen, dass es sie gibt. Zum Beispiel Ausstattung für das Model 3 oder einen Wechselrichter für unsere Solaranlage oder ich habe das bei Tesla mal fahren dürfen oder habe eine Nanoversiegelung für unser Model 3 bekommen. Das heißt, ich muss für Dinge nicht so viel zahlen wie üblich und dafür weise ich darauf hin, dass es sie gibt und erreiche meine Community durch diese Werbung. Das andere ist natürlich, wenn ich direkt dafür bezahlt werde, dass ich ein Video zu einem bestimmten Thema mache, dann ist natürlich für mich wichtig, dass dieses Thema auch was mit meinen Werten und mit meinen Inhalten zu tun hat, also mit Nachhaltigkeit, mit Elektromobilität, mit Energiewende. Und das wäre jetzt zum Beispiel das letzte Video, was ihr gesehen habt über Lithiumenergie. Da habe ich dann tatsächlich auch eine kleine Summe fix bekommen dafür, dass ich darauf hingewiesen habe, dass es diesen Marktplatz gibt, weil ich in diesem Fall einfach fand, dass es eine coole Sache ist, wenn man sich den Biogasstrom komplett aussuchen kann und damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Energiewende leistet. Ihr merkt aber auch, da weht einem gleich ein rauer Wind entgegen, denn es gibt tatsächlich so etwas, auch wenn es nicht offiziell ist, wie Shadowbanning,
Das heißt, dass wenn ich ein Video mit Werbung mache und es auch so kennzeichne, erlebe ich immer wieder, dass auch bei guten Themen die Zuschauerzahlen deutlich niedriger sind als bei vergleichbaren anderen Videos. Das hat was mit dem Algorithmus zu tun von YouTube, der diese Videos einfach weniger häufig vorschlägt. YouTube hat ja Interesse, dass Werbung geschaltet wird über YouTube und auch bezahlt wird über YouTube und hat eigentlich kein Interesse, dass wir Creator in unseren Videos selber Werbung machen. Ja, und ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, über YouTube Eigenwerbung zu machen. Zum Beispiel mache ich immer Werbung für mein Buch Willkommen in Neuland, in dem zum Beispiel auch einiges darüber steht, wie man auf YouTube Geld verdient und mit welchen Tücken das verbunden ist und wie der Algorithmus so handelt und manchmal einen zur Verzweiflung bringt. Dann habe ich zum Beispiel einen Kunden, meinen Freund Professor Ganteföhr, der hat einen Kanal, der hat noch nicht mehr 1000 Abonnenten, aber für ihn ist das einfach gut, als Wissenschaftler, als Speaker präsent zu sein und zu zeigen, was er kann und dadurch Aufträge zu bekommen, Vorträge zu bekommen. Dann bekomme ich schon auch Nachfragen im Zusammenhang mit meinem Hauptjob, also Moderation. Zum Beispiel habe ich mal eine Veranstaltung für Architektur, nachhaltige Architektur moderiert oder mache im Moment einen Podcast im Bereich regenerative Energien, Solar. Und insofern habe ich auch davon dann in gewisser Weise was. In meinem Buch habe ich aus meiner Sicht eine ganz interessante Überlegung angestellt. Wenn man sich überlegt, wie viel Werbegeld da oben rein muss und durch Agenturen durchsickert und dann am Schluss vielleicht noch 30% irgendwann beim Creator hängen bleiben oder 20%. Und sich dann überlegt, dass es eigentlich genügen würde, um dieselbe Menge Geld zu bekommen für einen Creator, wenn die Abonnenten einmal im Jahr, bei meinem Sohn wäre es jeder fünfte Abonnent, einmal im Jahr 1 Euro spenden würde. Das ist eher so ein philosophischer Gedankenanstoß an euch. Ihr könnt euch überlegen, wieso ist es so, dass man Inhalte immer umsonst sehen will und dann auch noch die Werbung nicht mag. Es wäre relativ simpel, wenn bei uns sowas wie Patreon zum Beispiel funktionieren würde oder wenn so Spendensachen besser funktionieren würde, wie auch YouTube sie hatte. Dann könnte man sich vieles von der Werbung einfach sparen und könnte trotzdem ein bestimmtes ordentliches Einkommen erzielen mit YouTube, ohne dass diese ganze Werbegeschichte nötig wäre. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr habt ein paar Antworten auf Fragen bekommen, die ihr hattet. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Sache haltet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.